Bartolet bietet als einer der grössten Lehrbetriebe in der Region rund 40 Lehrstellen an. In den letzten 15 Jahren haben wir mehr als 100 hochqualifizierte Fachleute ausgebildet. Über zwei Drittel von denen arbeiten immer noch bei unserem Betrieb. Unsere technischen Berufe sind auch für Mädchen besonders geeignet. 10% unserer Lernenden sind Mädchen. Alle Lehrlinge absolvieren im ersten Lehrer ein Werkstattpraktikum und werden nachher in die verschiedenen Abteilungen eingeteilt und lernen so alle Bereiche kennen. In der Lehrwerkstatt besitzen wir 13 Drehbänke, 9 Fräszentren und 1 Schweißroboter. Wir produzieren Teile, die später in der Seilmontage verbaut werden und bieten so eine praxisbezogene Ausbildung. Bei der Firma Bartolet hat man eine sehr vielseitige Ausbildung in verschiedenen Abteilungen. Als Polymechaniker hat man jeden Tag eine neue Herausforderung und man lernt auch immer etwas Neues, wie man mit den unterschiedlichen Werkstoffen arbeiten muss und so weiter. Als Polymechaniker musst du ein gutes Vorstellungsvermögen haben, sowie technisches Verständnis und mathematische Grundlagen sollte man auch beherrschen. Die Lehre vom Polymechaniker dauert 4 Jahre. Zurzeit bin ich auf einer Vielfachsfräse am CAM programmieren, Maschinen umrichten und Teile zu fertigen. Man hat eine sehr solide Grundausbildung, die man sich in jede Richtung brauchen kann, wie zum Beispiel in Fertigung, sowie die Elektronik oder auch in einem Bürojob. Schön an dem Beruf ist, man hat nach jedem Tag ein fertiges Teil in der Hand und sieht auch so, was man geleistet hat. Zuerst habe ich mal ein Teil laufen lassen und sehe ein bisschen, wie die Maschine funktioniert genau. So etwas habe ich jetzt ca. 3 Jahre gebraucht, bis ich es konnte. Zuerst haben wir die Grundausbildung im konventionellen Bereich und nachher kann man es dann hier in der CNC-Technik anwenden. Der Beruf Produktionsmechaniker dauert 3 Jahre. Was man mitbringen sollte, ist ein räumliches Vorstellungsvermögen sowie mathematische Grundkenntnisse. Zurzeit arbeite ich im Messraum und schaue dort für Qualitätssicherung. Als Produktionsmechaniker arbeiten wir größtenteils in der Fertigung. Dort tun wir konventionell fräsen und drehen. An meinem Beruf gefällt mir, wie aus einem Stück Rohmaterial ein funktionstüchtiges Teil gefertigt wird. Ich mache hier das Bohrfutter parat machen für die Fertigung. Jetzt kann man die Höhe vermessen und die Spitze und so kontrollieren, ob die Schneiden noch gut sind. Das sieht man hier auf dem Bild. Jetzt tun wir hier Bohrungen vermessen, das präzise Arbeiten, genau und einen sauberen Arbeitsplatz. Als Anlage- und Apparatenbauer begleitet man ein Bauteil vom Anfang bis zum Schluss. Man tut hauptsächlich Schweißen, Schleifen, Bohren und Bügen. Speziell bei Bartolet ist die sehr vielseitige Ausbildung in verschiedenen Berufen und Abteilungen. Das Spannende an meinem Beruf ist, dass kein Tag und Auftrag wieder davor ist. Bei diesem Beruf sollte man im Rechnen und im räumlichen Denken nicht allzu schlecht sein. Entschieden habe ich mich für den Beruf, weil er sehr vielseitig ist, ich die Arbeit gerne mache und man am Abend sieht, was man gemacht hat. Ich bohre jetzt hier Löcher, dann schneiden wir noch das Gewinde reinschneiden für die Laufschienen. Ich bin jetzt hier noch am Kontrollieren, was wir schon gemacht haben und was wir noch machen müssen, sodass wir die Anlage zum Kunden schicken können. Ein Seilbahnmechatroniker ist zuständig für die Sicherheit des Betriebs für Seilbahnanlagen. Speziell bei der Firma Bartolet ist, dass die Seilbahnen hier in Flums vormontiert werden, dann zum Kunden geschickt, dort wieder montiert und die Inbetriebnahme gemacht wird. Spannend am Beruf ist, die verschiedenen Seilbahntypen und deren Funktion zu sehen und zu verstehen. Wir sollten technisches Verständnis, Teamfähigkeit, selbstständiges Handeln und Flexibilität mitbringen. Meine aktuelle Arbeit ist die Vormontage der Talstation. Ich lehre den Beruf, weil ich seit klein auf mich für Seilbahnen interessiert habe. Ich bin bei Firma Bartolet, weil ich so meinen Traumberuf verwirklichen konnte und ich vom Team her angenommen gefühlt worden bin. Also, wenn ihr das seht, haben wir hier unseren Antrieb von der Stationen. In diesem Antrieb ist ein Motorenchassis, wo wir natürlich auch bei den Schlossen schweissen müssen. Das wäre dann deine Aufgabe. Andreas, du dürftest dann danach gerne den Motor darauf montieren und das Ganze im Motorchassis nachher hier im Antrieb wieder montieren und betriebsbereit machen. Hier sehen wir noch eine kleinere Seilklemme zum Veranschaulichen. Wenn ihr sie öffnet, sehen wir, dass man die Seile wegnehmen kann von den Klemmen, was wir auch in den Stationen so haben. Und zum Zutun wird sie wieder geklemmt und man ist bereit für die Fahrt.
Als Konstrukteurin entwirfe und konstruiere ich Einzelteile und Baugruppen für Maschinen, Produktionsanlagen und verschiedenste Alltagsprodukte. Wie zum Beispiel einen neuen Motor für ein Auto oder in unserem Fall eine neue Seilbahn, die in Auftrag gegeben wird. So helfen Konstrukteure mit bei dieser Umsetzung in Funktionalität und Design. Am Computer arbeiten wir an CAD-Programmen und erstellen 3D-Modelle in technischen Dokumenten wie auch mit dem Produkt. Bei Bartolet kann ich selber bei der Entstehung von neuen Seilbahnen mitwirken. Ich zeichne unter anderem Antrieb und Stütze mit passenden Rollenbatterien. Ich bin auch außerhalb vom Büro sehr viel unterwegs und sehe so, wie meine Arbeit nicht nur am PC, sondern auch in echt aussieht und funktioniert. Du bist sehr selbstständig an die Arbeit gegangen, hast gute Arbeitsabläufe drin. Der Eignungstest war sehr gut, der interne, den wir gemacht haben. Die Prüfung hast du auch mit sehr gut bestanden. Du bringst schon viel Wissen mit, das ist wichtig für den schulischen Aspekt. Wenn es geht, ein bisschen probieren, mehr aus dir rauszukommen, dass du dich dort ein bisschen weiterentwickelst. Das ist ziemlich das Einzige, was man mit auf den Weg geben kann. Schulisch dranbleiben und somit auf dem richtigen Weg bleiben. Bei unseren Schnupperlehren erfolgen alle Anmeldungen über unsere Homepage. In allen Gattungen der Berufe werden bereits in der Schnupperlehre alltagsbezogene Arbeiten mit den Lernenden zusammen ausgeführt. Wir legen dabei sehr viel Wert auf Selbstständigkeit und Eigeninitiative. Während der Schnupperlehre gibt es einen kleinen Eignungstest und am Schluss werden alle ein Abschlussgespräch absolvieren und kommen noch eine Bewertung mit heim über, damit sie wissen, wo sie stehen und auch die Eltern einen kleinen Einblick erfahren dürfen. Voraussetzung für eine Lehrstelle ist, dass man eine Schnupperlehre bei uns gemacht hat, damit man sich mit dem Betrieb, der Maschine und vor allem mit den Mitlernenden vertraut macht.